Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Energiewirtschaftsgesetznovelle für 2021. Wir haben gerade erst die EEG-Novelle schweren Herzens schlussendlich dann auch überstanden. Es gab ja doch einige Schritte und Änderungen, die wir dabei sehen konnten. Wir werden auch nochmal einen Recap dazu hochladen, der jetzt so den wirklich aktuellen und beschlossenen Teil zusammenfasst. Was aber natürlich auch deswegen interessant ist, weil wir sind gar nicht am Ende angekommen. Wir werden in diesem Jahr noch die eine oder andere weitere Anpassung des EEGs erfahren. Jetzt aber erstmal kommt noch eine Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes und diverse anderer Verordnungen und Gesetze, die auch nicht so ganz offensichtlich gespielt werden, sondern die eben durch die Gesetzgebung rund um den Wasserstoff kommen. Aber da steckt mal wieder viel mehr dahinter, was man eben erst auf den zweiten Blick so richtig sieht. Und deswegen gucken wir heute mal in diesen Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums zum Thema Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht. Klingt so ein bisschen nach einem Wasserstoffgesetz, stellt sich aber raus, Artikel 1 dieses Gesetzes ist eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Ja, und schon da spätestens wird uns klar, das wirkt sich automatisch natürlich auch auf die anderen geregelten Sparten aus, also auf Strom und Erdgas. Und dementsprechend sollten wir hier mal ein bisschen genauer reinschauen. Wir gucken jetzt in diesem Video erstmal auf die Überschriften und so ein paar Details und werden dann, wenn vor allem dieser Referentenentwurf auch deutlich weiter vorangeschritten ist und so auch in die Gesetzgebung gehen soll, dann gehen wir tiefer in die Details. Denn wir haben beim EEG gelernt, Referentenentwürfe werden gerne noch 500 Mal geändert. Das wollen wir hier ein bisschen vermeiden. Deswegen gehen wir erstmal so ein bisschen grob drüber. Wir merken an vielen Stellen erstmal, dass hier natürlich der Wasserstoff auf eine ähnliche Art und Weise reguliert werden soll, wie wir es eben aus den anderen Sparten kennen. Ganz vergleichbar ist ja hier das Erdgas. Und dementsprechend werden vor allem auch Begrifflichkeiten am Anfang erstmal erweitert auf die Anwendung auch im Wasserstoffbereich. Deswegen gibt es ja am Anfang zum Beispiel Anpassungen der Begriffe Speicheranlage und Gasspeicheranlage und so weiter. Wir haben ganz am Anfang hier natürlich immer erstmal Definitionen, die angepasst werden. Das eine oder andere ist da ganz interessant. Da könnt ihr im Zweifel einfach durchscrollen. Wir werden natürlich auch diesen Entwurf wieder in der Videobeschreibung verlinken. Dann werden hier eben auch weitere Punkte angepasst. Zum Beispiel § 11a, Ausschreibung von Energiespeicheranlagen und Festlegungskompetenz. Da wird dann eben natürlich auch darauf hingewiesen, im Zweifel, dass es neue Regelungen gibt rund um die Ausschreibung, die wir im EEG-Bereich kennen, für zum Beispiel die Erzeugungsanlagen im Rahmen der Innovationsausschreibung, ja, aber auch schon die Speicher mit dazukommen und hier eben gerade auch im Bereich des Stromnetzes, die Energiespeicher ja eine unfassbar wichtige Rolle für die Zukunft spielen und dementsprechend wird auch hier die Ausschreibung hier und da ein bisschen neu geregelt, aber auch da kann es sein, dass der eine oder andere Kompromiss noch kommt. Deswegen wollen wir gar nicht zu tief jetzt schon in die Systematik dahinter reingehen. Wir scrollen erstmal noch ein bisschen weiter, bis wir dann zu den Punkten kommen, die mich gerade am meisten interessieren. Hier zum Beispiel ganz interessant, § 14e, gemeinsame Internetplattform. Es wird dann jetzt hier eben weiterhin darauf hingewiesen, dass die bisher ja auch schon zuständigen Übertragungsnetzbetreiber bzw. Fernleitungsnetzbetreiber im Bereich von Gas, also von Erdgas, gemeinsame Internetplattformen für Transparenzpflichten und so weiter nutzen müssen. Das ist dann natürlich auch etwas, was wir in diesem neuen Markt des Wasserstoffes auch haben wollen oder haben müssen, dass wir also dort eine sehr ähnliche Situation schaffen, dass schlussendlich jeder Marktteilnehmer diskriminierungsfrei auf die gleichen Informationen zugreifen kann, die eben publik sind, die eben öffentlich sind und eben jedem Marktteilnehmer auf eine gleiche Art und Weise zur Verfügung gestellt werden müssen, damit natürlich auch die Behörden, aber genauso gut auch wir alle als Interessierte oder auch Dienstleister auf eben all das zugreifen können, was dort wichtig wäre. Hier sind weiterhin ganz viele Definitionsänderungen, wo unter anderem zum Beispiel der Begriff Aggregator auch nochmal eine neue Rolle spielt, denn Aggregator kennen wir als Begriff bisher praktisch synonym in der Gesetzgebung zum virtuellen Kraftwerk. Dass also hier ein Unternehmen mehrere Anlagen zusammen aggregiert, um diese dann gemeinsam am Markt anzubieten. Das virtuelle Kraftwerk setzt ja ganz viele dezentrale Erzeugungsanlagen in eine gemeinsame Steuerung. Und das ist hier schlussendlich ein relativ ähnliches Konzept. Der Aggregator ist dann schlussendlich auch so eine Art wie Vermarkter. So. Und es soll hier unter anderem nämlich auch möglich werden, dass man mit einem Aggregator einen direkten Versorgungsvertrag umsetzen kann und dementsprechend auch hier
nicht nur in der Gesetzgebung der Begriff des Lieferantenwechsels stattfindet, sondern auch der Begriff jetzt des Lieferantenwechsels oder der Aggregatorwechsel. Ja, also dass wahrscheinlich in Zukunft eine deutlich größere Tarifvielfalt überhaupt zu finden ist, die dann eben zum Beispiel auch im Zusammenhang mit so einem Direktvertrag mit einem Aggregator, mit einem zum Beispiel Vermarkter kommen könnte und dass dort eine sehr ähnliche Art und Weise des Wechsels oder auch des Tarifsprungs in andere Tarifzonen und so weiter möglich gemacht werden sollen. Zu genau diesem Thema der dynamischen Tarife kommen wir auch gleich noch. Hier sehen wir ja schon Aspekte, die haben unmittelbar erstmal gar nichts mit Wasserstoff zu tun, werden trotzdem in diesem Referentenentwurf eingeführt. Und genau das ist jetzt der Punkt, den ich vorhin meinte. Das eine oder andere finden wir hier drin, was eben aus der auch Formulierung des Wasserstoffgesetzes, wie ich es vorhin genannt habe, nicht unbedingt offensichtlich ist. Wir gehen das einfach mal ein bisschen weiter voran und sehen dann zum Beispiel irgendwann auch mal den Punkt der Regulierung von Wasserstoffnetzen. So Abschnitt 3b, Paragraph 28j. Anwendungsbereich der Regulierung von Wasserstoffnetzen. Jetzt finden wir hier eine genauere Beschreibung dessen, dass eben der Wasserstoff schlussendlich ein gleichberechtigter Teil der gesamten Regulierung der Energiewirtschaft werden soll, also auf eine sehr ähnliche Art und Weise wie Strom und Erdgas nachher geregelt sein soll. Das wird schlussendlich darauf hinauslaufen, dass wir hier eine sehr ähnliche Handhabung wie im Erdgasbereich haben, weil es nun mal ähnlich funktionierende Sparten sind. Ja, Erdgas ist ja schlussendlich auch nichts anderes als ein mit nochmal Kohlenstoff versehener Wasserstoff, ne, also ein Kohlenwasserstoff, das ist ja Methan schlussendlich. Dementsprechend ist beides Gas, kann irgendwo gelagert werden, unter hohem Druck transportiert werden oder auch entsprechend gespeichert werden und kann dann eben auch verbraucht werden. Wasserstoff ist heute auch schon zu einem gewissen Teil in unserem Erdgasnetz. Na, es ist dann immer schwierig, den richtigen Mix zu finden, ohne dass die Verbrauchsgeräte dann auch nicht mehr so ganz gut darauf reagieren. Aber wir werden in Zukunft ja noch deutlich mehr Bedeutung für den Wasserstoff bekommen. Und dann ist es eben interessant, ob wir eine parallele Erdgas- und Wasserstoffinfrastruktur haben oder ob an der einen oder anderen Stelle das Erdgas immer weiter zurückgeht und dafür Wasserstoff in praktisch der Erdgasinfrastruktur jetzt genutzt wird und vielleicht irgendwann nur noch Wasserstoff in dieser Erdgasinfrastruktur genutzt wird. Weil Erdgas ja auch als fossiler Brennstoff nicht unbedingt zukunftsfähig ist im Rahmen der Energiewende. Dementsprechend ist das interessant, wie das tatsächlich im Detail nachher läuft. Ne? Ob wir eine Zeit lang parallele Strukturen schaffen oder ob wir mischen oder ob wir Erdgas schon vergleichsweise schnell verdrängen. Das wird wirklich spannend. Dementsprechend gibt es hier natürlich auch Regelungen zur Entflechtung, ja, auch hier, dass ein Wasserstoffnetzbetreiber zum Beispiel einen diskriminierungsfreien Wettbewerb sicherstellen muss, indem er selbst eben nicht Erzeuger ist, auch selbst nicht unbedingt Speicher betreibt und selbst auch kein Versorger ist. Betreiber von Wasserstoffnetzen dürfen eben kein Eigentum an Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Verbrauch und so weiter haben. Das ist eine ganz wichtige Grundlage, um auch zu sehen, Wasserstoff soll in Zukunft genauso geregelt werden, wie wir es eben in den anderen Sparten kennen. Anschlussregelungen, Entgelte und so weiter, es ist alles sehr, sehr ähnlich. Ein Netzentwicklungsplan für Wasserstoff, also wo auch der Stromnetzausbau geplant und geregelt wird, etc., etc., etc. Und dann kommen wir noch zu weiteren Punkten. So, Paragraph 41 wird jetzt ganz interessant. Energielieferverträge mit Letztverbrauchern ist erstmal noch relativ bekannt. Diesen Paragraphen gibt es ja auch schon. Jetzt gehen wir aber mal weiter auf die Erweiterung. Paragraph 41a, und der ist so neu. Lastvariable, tageszeitabhängige und dynamische Stromtarife. Das ist in der Form neu. Das sind Begrifflichkeiten, die kennen wir natürlich aus dem Kontext des Smart Metering. Das ist ja genau der Sinn auch von Smart Metern, also intelligenten Stromzählern, dass wir eben eine jederzeit mögliche Änderung von den Tarifen haben, die wir gerade nutzen, weil zum Beispiel an der Börse Strompreise sich anders entwickeln und wir direkt darauf zugreifen wollen oder wir an der einen Stelle mal Strom aus einem bestimmten Kontingent verbrauchen wollen, weil das günstig eingekauft war und dann eben aus einem anderen Kontingent, weil wir das jetzt aufgebraucht haben und das soll alles
vollautomatisiert und auch tatsächlich stattfinden. Also nicht nur als so Angabe, ja, hey, wir als Versorger, wir haben jetzt hier eine bestimmte Menge eingekauft und die kriegst du jetzt zu dir geliefert. Nee, das soll auch tatsächlich darauf hinauslaufen, dass mein Zähler tatsächlich auf eine bestimmte Tarifstufe von alleine springt, durch Kommunikation, durch eine Internetverbindung schlussendlich. Und genau auf mich als Kunden jetzt hier eine ganz bestimmte Menge auch bezogen wird und dementsprechend auch ein ganz bestimmter Tarif genutzt wird. Das ist mit einem intelligenten Stromzähler, der auch dauerhaft verbunden ist mit dem Internet, in Anführungsstrichen, ist es ja gut möglich. Dazu haben wir ja viel, viele Infos im Bereich unserer Smart Metering-Videos und auch unseres neuen Smart Metering-Online-Kurses. Jedenfalls gibt es jetzt erstmals eine richtige Regulierung, eine richtige Gesetzgebung rund um eben genau diese dynamischen Tarife und die Tarifsprünge, die dann möglich sein müssen. Aber auch nochmal mit dem Hinweis, es ist nur für Versorger verpflichtend, so etwas anzubieten, wenn sie größer sind als 200.000 Kunden. Wenn also ein Unternehmen, ein Versorger so viele Kunden oder eben natürlich mehr hat, Millionen Kunden, haben ja die größten, dann müssten die auf jeden Fall solche dynamischen Tarifwechsel anbieten. Darüber hat ja nun auch dieser Tage schon die Fachpresse so ein bisschen berichtet, in der ZFK hat man dazu schon was gelesen und so. Also es fängt jetzt gerade an, dass man sich wirklich darüber unterhält, wie man die intelligenten Messsysteme, die ja jetzt auch kommen, die jetzt immer weiter ausgerollt werden, das Smart Meter Rollout läuft ja nach und nach, dass eben genau diese Nutzung der Geräte auch tatsächlich dann möglich ist. Ne? Also wenn wir die Geräte eingebaut haben, aber man kann mit denen gar nichts großartig machen, dann ist das irgendwie verschenkte Liebesmüh. Und dementsprechend müssen wir dieses Henne-Ei-Problem jetzt lösen. Nicht nur darauf zu warten, dass irgendwann mal durch Smart Home Anwendungen so ein intelligenter Stromzähler interessant wird, sondern jetzt schon mindestens über die Tarifmöglichkeiten, über damit ja schlussendlich auch das Geld sparen auf einem komplett automatischen Weg einen Anreiz zu schaffen dafür, dass man vielleicht auch freiwillig einen richtig guten Smart Meter sich installieren lassen möchte. Und das schafft man zum Beispiel auch, indem man einfach die gesetzlichen Grundlagen dafür ein gibt. Und genau das ist in diesem Referentenentwurf weitestgehend gegeben. Interessant hier auch § 41c, Vergleichsinstrumente bei Energielieferung. Es soll jetzt eben auch eingeführt werden, dass für Kunden, die kleiner sind als 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, also alle bisherigen SLP-Kunden, die sollen einen kostenfreien Zugang kriegen, dass sie mindestens einmal im Jahr ein unabhängiges Vergleichsinstrument nutzen können, mit dem sie verschiedene Stromlieferanten und deren Angebote inklusive dieser dynamischen Stromtarife vergleichen können. Und genau das ist jetzt schon relativ spannend, ne? Also, dass auch dann Energieversorger unbedingt ihren Kunden etwas anbieten müssen, über das die Kunden dann einschätzen können, wo stehe ich gerade mit meinem Versorgungstarif im Vergleich zum restlichen Markt. Das ist allein schon IT-technisch eine Herausforderung für viele Versorger, weil die gar nicht unbedingt die Anbindung dazu haben in ihren Kundenportalen. Da gibt es natürlich auch IT-Systeme in der Energiewirtschaft, die sowas relativ spontan aus der eigenen Plattform heraus anbieten können. Das sind vor allem die etwas neueren Systeme. Ihr wisst sicherlich, auf was ich auch anspiele. Die können da schon deutlich mehr. Und ansonsten muss man eventuell die ein oder andere Plattform noch anbinden. Es gibt ja auch so Vergleichsdienstleister, die genau solche Sachen ja auch in den Markt dann reingeben. Und darüber muss man dann dem Endkunden auch hier mindestens einmal im Jahr, im Zweifel ja auch verlangen, eine Vergleichsmöglichkeit anbieten, die ja dann auch den tatsächlichen Markt widerspiegeln muss. Und das ist schon interessant. Mal gucken, ob das so tatsächlich eins zu eins auch in das Gesetz einfließt. Jetzt sind wir noch Ende Januar. Es wird jetzt im Februar wahrscheinlich noch die Diskussionen zwischen den einzelnen Ressorts in den Ministerien geben und wahrscheinlich das Ganze auch schon ins Kabinett gehen, also in die Runde der Bundesminister mit der Kanzlerin. Und dann werden wir wahrscheinlich im März die weiteren oder dann die fertigen Entwürfe im Bundestag haben. Und spätestens dann wird sich zeigen, diskutiert man noch ein, zwei Monate und dann haben wir vielleicht tatsächlich erst im Sommer die Änderungen. Also mal gucken, wahrscheinlich geht es noch im ersten Halbjahr so richtig los. Wenn wir da aber noch ein bisschen weiter scrollen, sehen wir ja Artikel 2, Artikel 3 und so weiter. Und dann sehen wir hier noch andere Gesetze. Unter anderem auch nochmal ein kleiner Hinweis im KWK.
Dort gab es ja auch noch die eine oder andere Änderung rund um die EEG-Novelle. Und dann gibt es auch hier nochmal eine kleine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, aber wirklich nur sehr, 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 sehr klein. Paragraph 11 Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. Da können wir auch einfach mal kurz reinschauen. Weil wenn ihr jetzt solche Sachen hier seht, ja, wie geht man jetzt damit um? Hier wird jetzt so ein Paragraph irgendwie gestrichen. Dann muss man halt im Zweifel mal das EEG aufrufen. Ne? Das ist hier schon online bei Gesetze im Internet.de. Und dann müssen wir jetzt mal auf den Paragraph 11 gehen, der war das doch hier. Ja, Paragraph 11 Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. Absatz 1 ist hier und dann Satz 3. So, das ist der erste Satz. So, dann ist das der zweite Satz. So, und das hier, die Pflichten nach den Sätzen 1 und 2 sowie die Pflichten nach Paragraph 3 Absatz 1 KWKG sind gleichrangig. So, dieser Satz wird jetzt gestrichen. Toll, dass wir diese Informationen jetzt haben. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem richtig auseinanderklamüsern, was steckt noch dahinter. Und solche Sachen sind natürlich aufwendig. Dementsprechend ist es natürlich auch klug, relativ früh in genau solche Entwürfe von Gesetzen oder dann auch in die fertigen Diskussionsstände reinzugehen und die dann eben auch mit den Aspekten zu vergleichen, die einen tatsächlich selbst ja dann auch in irgendeiner Form betreffen oder beanspruchen. Man kann natürlich auch einfach abwarten und dann irgendwann ganz teures Geld für Unternehmensberater oder Rechtsberater investieren. Das geht auch. Oder auch wir als Akademie können gerne solche Dinge dann auseinanderklamüsern und erklären. Aber im Zweifel hilft es ja auch relativ früh, einfach schon mal auf solche Entwürfe loszugehen und sich anzuschauen, was hier geändert wird. Es gibt auch Änderungen rund um Energieleitungsausbau, ne, das ENLAC ist das ja, meine ich. Anreisregulierungsverordnung, Gasnetzentgeltverordnung, Gasnetzzugangsverordnung, natürlich wegen auch Wasserstoff. Stromnetzentgeltverordnung, Stromnetzugangsverordnung und dann Artikel 12 schon das Inkrafttreten. Es soll hier zum Oktober 2021 schlussendlich diese Wasserstoffgesetzgebung und auch diese Sache mit den dynamischen Tarifen tatsächlich in Kraft treten. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, ehe das Ganze im Detail laufen soll. Wobei Artikel 2 tritt in Oktober 2021 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. Ich nehme alles zurück, was ich gerade eben gesagt habe. Nur Artikel 2 tritt im Oktober in Kraft. Alle anderen Aspekte sofort, nachdem es beschlossen worden ist. Das heißt, wenn der Bundestag das Ganze im März, April beschließt, noch ein bisschen, dann ist es im Bundesgesetzblatt und dann ist es sofort in Kraft getreten. Nur Artikel 2 ist im Oktober. Das war Artikel 2. Das war weitere Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Wo hier nochmal eine Detailänderung rund um Engpassmanagement. Ah ja, okay, das bezieht sich auf den Redispatch 2.0. Deswegen muss es natürlich zum Oktober 2021 erst in Kraft treten. Spannend, ne? Also solche Sachen, ich muss auch zugeben, ich habe die Datei gerade erst runtergeladen und will euch das ja auch wirklich so frisch wie nur möglich zeigen, damit auch ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie geht man jetzt mit sowas eigentlich um? Na, wie gesagt, parallel die Webseite öffnen, ein bisschen vergleichen und dann mal schauen, sich das nach und nach auseinanderklamüsern, ist spannend. Die restlichen 70 Seiten hier, von Seite 53 bis Seite 123, sind jetzt Begründungen und weitere Sachen, die interessant sein könnten, aber nicht unbedingt sofort relevant sind, wenn man sich erstmal nur die Details anschauen will. Hier sind dann natürlich auch Detailbegründungen zu den einzelnen Änderungen. Das heißt, wenn man eine besondere Sache so ein bisschen in Frage stellt oder verstehen will, was dahinter steckt, man findet im Zweifel hinten auch Details dazu. Ja, das ist es erstmal, ne? Also in diesem Dokument, ne, seht ihr, es sind 123 Seiten, haben wir hier die Erklärungen. Auch hier nochmal der Hinweis, na klar, das ist wegen Redispatch im Oktober erst und der Rest tritt sofort in Kraft. Jetzt habe ich das auch gesehen und verstanden. Das ist also eine ganz spannende Sache, dass wir in diesem Gesetz zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht, dass wir da drin eine ganze Menge weiterer Änderungen haben, die man nicht auf den ersten Blick sofort sieht, sondern erst, wenn man ein bisschen genauer reinschaut. Vor allem die Änderungen im gesamten Energiewirtschaftsgesetz sind natürlich dann auch weitreichend und aufwendig und das ist spannend. Okay, soweit es erstmal dazu. Habt ihr jetzt Fragen zu dieser NWG-Novelle? Dann gerne unten in die Kommentare schreiben, sei es Wasserstoff oder dynamische Tarife. Wir können dann gerne mal drauf eingehen. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.